Wir schuften 15 Stunden am Tag und jeden Monat wird das Fleisch noch billiger. Herrgott, ich bin der Bürgermeister. Auf diese Art verrecken wir allmählich. What the fuck is going on? Balbü, hier will einer durchfahren. Er sagt, er ist Amerikaner. Ist er so bekannt, Ihr Newman? Der Fotograf? Er ist ein Star. Bonjour. Guten Tag. Dauert nur 2 Sekunden. He gives the baby. Also der Kuh. Ah. Mr. Newman will die Dorfbewohner fragen, ob sie im Model stehen würden. Ganz unbekleidet. Naked. Damit meinen Sie nackt? Die Blockade bringt nichts. Wir brauchen härtere Mittel. Wir sind schon blank. Da müssen wir uns nicht noch ausziehen. Gießen wir Milch auf die Autobahn? Nein. Ich meine, wir müssen uns einfach was anderes einfallen lassen. Etwas, das die Leute wachrüttelt. Hängen wir uns eben auf? Wir stellen uns splitternackt auf eine Wiese. Das ganze Dorf, splitternackt. Wir setzen alles auf das Foto. Das tun Sie nicht kurz im Regionalprogramm ab. Das wird ein echter Knaller. Und in 10 Tagen, bah, stehen alle auf der Wiese. Kein Amerikaner betritt meinen Boden. Zeigst du deinen Schwanz? Hör zu, Maurice, wir sind im Krieg. Ich habe aber keine Lust dazu. Und ich habe nichts zu verstecken. Monsieur Babizard, wir haben Sie nicht gewählt, damit Sie das ganze Dorf ausziehen. Und Giselle, was ist mit Ihnen? Sie machen doch mit, oder? Schön, wie Sie sind. Sollen sich unsere Frauen nackt machen? Wie weit sind Sie mit unseren Models? Ja, es gibt noch ein paar Widerstände. Bonjour. Ich bin sehr glücklich, dass ich machen darf ein Foto hier. Oh mein Gott! Die Bauern sind eine Plage für die Natur. Die sollten hier gar nicht leben dürfen. Ich sage es Ihnen ganz offen. Ich habe genug von der Normandie. Was habt ihr davon? Ihr hättet auf mich hören sollen. Ihr habt Balbizard einfach hängen lassen. Wir haben nicht nachgedacht. Das ist alles. Ich hab nichts zu verstecken.